werden sich fragen, warum ich Hollywood den Rücken gekehrt habe. Nun ja, ich bin gegangen, weil ich mich in meinen Traumprinzen verliebt habe. Hitchcock hat mir eine Rolle angeboten. Hast du in Erwägung gezogen, anzunehmen? Es fehlt mir. Ich kann doch Ehefrau und Mutter sein und zwei Tätigkeiten ausüben, ohne dass die Öffentlichkeit daran Anstoß nimmt. Was ist mit dem Fürsten? Was soll mit dem Fürsten sein? Der Fürst steht hinter mir. Ray wird niemals akzeptieren, dass eine Fürstin ins Filmgeschäft zurückkehrt. Das weißt du, Gracie. Ich weiß nicht, bei ihm dreht sich immer alles um Politik. Monsieur le Président, ich habe mich Ihnen gegenüber loyal gezeigt. Sie werden ganz Monaco besteuern. Das ist keine Verhandlung, das ist Erpressung. Hast du mal daran gedacht, dass de Gaulle nur einen Vorwand sucht, um Monaco einzunehmen, selbst wenn das hieße, dich gegen mich aufzubringen? Sag nichts, denn alles, was du sagst, hat Konsequenzen. Ich weiß nicht, wie ich weiter mit ihm zusammenleben soll, wie ich den Rest meines Lebens an einem Ort verbringen soll, an dem ich nicht ich selbst sein kann. Und wer ist das? Hallo, Ma. Du denkst doch nicht ernsthaft darüber nach, hierher zurückzukommen, oder? Du bist keine Schauspielerin mehr. Alles, was ich mache oder sage, ist falsch. Einfach alles. Warum bist du immer noch hier, Grace? Weil ich dich immer noch liebe. Sie trifft sich mit einem französischen Privatdetektiv. Die Familie ist alles, was zählt. Also, was hat de Gaulle dir für den Verrat an deiner versprochen? Mami, warum weinst du? Wenn deine Familie das überstehen soll, musst du ihr ein Ideal vorleben, das sie beschützen kann. Und du musst es allein tun. Zu halten werden scheitern. Wir sind eine echte Katastrophe.